Grüß Gott und guten Abend zusammen. Bis wir den Vortrag gewechselt haben, möchte ich ein bisschen ausholen, was ich jetzt auch unter dem Thema dem Nutzen der Digitalisierung verstehe. Also in dem Projekt geht es wirklich primär auch darum, dass man die Digitalisierung nicht zum Selbstzweck nutzt, sondern als Mittel zum Zweck. Also sie muss einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, beziehungsweise hier einen Mehrwert für unseren Planeten. Und letztlich geht es darum, unsere Ressourcen eben zu erhalten und möglichst effizient zu nutzen. Vielen Dank fürs Einrichten. Hier ist der Titel Digitales Energiemanagementsystem. Ich möchte jetzt vielleicht vorweg, bevor ich auf die Agenda eingehe, kurz erklären, was ist denn der Unterschied zwischen einem Energiemanagementsystem und einem Energiedatenmanagement oder Energiedatenmonitoring. Also bei einem Managementsystem, das endet nicht quasi bei der Datenerfassung und Analyse und eben bei der Auswertung, um mögliche Einsparungen zu erzielen, sondern es geht eben bei einem Managementsystem weit darüber hinaus, sodass man im Endeffekt mit den Analysen, mit den Auswertungen im Weiteren, also quasi nach dem PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, auch quasi in die Umsetzung kommt und am Ende auch überprüfen kann, ob denn die Maßnahmen, die man sich vorher überlegt hat und geplant hat, auch wirklich greifen und funktionieren. Daher bei dem Projekt DENU geht es explizit um ein digitales Energiemanagementsystem, das Energiedatenmonitoring und Management der Daten enthält. So. Kann ich leider nicht weiterklicken. Jetzt geht's. Manchmal ist, glaube ich, der Rechner ein bisschen langsam. Kurz zur Agenda. Also am Anfang kläre ich kurz den Hintergrund, worum geht's, dann die Projektidee und Ziele und dann auch, welche Projektpartner wir in dem vom Bundes, also BMFI geförderten Projekt DINU, wer alles mitmacht. Und dann zum Projektablauf und dann komme ich auf die Liegenschaft hier, die Smarte Hochschule. Gut, ich glaube, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues. Ne? Also wir haben hohe CO2-Reduktionsziele. Also bis 2050 wollen wir um über 80% des CO2 reduzieren. Und den Primärenergieverbrauch wollen wir auch um mindestens 50% senken. Leider Gottes ist uns bisher immer nur dann gelungen, wenn wir eine Weltwirtschaftskrise hatten, dass wir tatsächlich unseren Primärenergieverbrauch auch reduziert haben. Wir werden jetzt wieder ein Delta durch die Corona-Krise merken, wo dann wirklich auch dadurch, dass weniger Brennstoffe zum Beispiel für die Automobilität etc. genutzt werden, auch eben der Primärenergieverbrauch zurückgeht und die CO2-Emissionen sinken. Gut, worum geht es in dem Projekt? Also hier gucken wir auch wirklich das Thema Sektorenkopplung und Vernetzung an, gerade auch um die erneuerbaren Energien optimal nutzen zu können. Was ist die Projektidee? Also wir haben ein hohes Ziel in dem Forschungsprojekt DENU, das eigentlich heißt digitales Energiemanagement zur Erhöhung der Energieeffizienz. Und wir möchten in Summe über 50% Primärenergie einsparen und vernetzen hier verschiedene Liegenschaften in der Region. Jetzt haben wir begonnen eben mit dem Aufbau der Energie- und Ressourcendatenbanken und ich gehe weiter darauf ein später, wie das genau läuft. Die ganze Auswertung der Bestandsdaten. Dann eben, was jetzt immer mehr hinzukommt, ist nicht mehr der historische Verbrauch, den man betrachtet bei der Energie. Bilanzierung, sondern eben auch immer mehr zeitaktuell und Echtzeiterfassung und im Endeffekt auch schon Prognose in die Zukunft. Und das Ganze erfolgt über eine entsprechende Messtechnik. Gut, dann eben für die Prognosen, die Einbindung der Wetterprognosen und dann am Ende, weil wir verschiedene Liegenschaften vernetzen, stellen wir hier eben dar,
wo die Liegenschaften zum Beispiel sind. Das kann in der eigenen Liegenschaft ein Nahwärmenetz sein, woanders ist es zum Beispiel eine PV-Anlage, die steht, und das Ganze verorten wir dann über GIS, um eigentlich alle Erzeugung und Verteilungsstruktur besser im Blick zu haben und zu gucken, wo wir es optimal benutzen und vernetzen können, sodass wir am Ende eigentlich möglichst gar nichts speichern müssen, sondern eigentlich den direkt erzeugten regenerativen Strom oder auch Wärme direkt nutzen zu können. Gut, was steckt hinter Systemvernetzung? Also wir vernetzen öffentliche, gewerbliche und private Liegenschaften. Jetzt die Akteure in dem Projekt Deno ist einmal, sind zwei Ingenieurgesellschaften, einmal die Seelhof-Gruppe mit Sitz hier in Landshut, aber auch in Vilsbiburg. Und weiterhin die HPE-Gesellschaft in Johanneskirchen. Dann die Hochschule Landshut, einmal mit dem Standort hier, mit den Campusgebäuden, aber eben auch mit unseren Außenstationen, nenne ich es jetzt mal. Einmal das Technologiezentrum in Rusdorf an der Rott und dann das TZ Puls noch in Dingolfing. Dann die Verbraucher, das sind eigentlich wir hier am Campus, also unsere ganzen Gebäude, die hier Energie verbrauchen oder eben einen Energiebedarf haben. Weiterhin aber zum Beispiel auch kommunale Liegenschaften, wie die Kläranlage in Bad Füssing oder auch ein Nahwärmenetz in Pocking wollen wir mit einbinden. Ein Industriekunde ist ein Ziegelwerk in Vatersdorf von Leipziger Bader. Und hier haben wir uns ganz gezielt wirklich große Verbraucher gesucht, um zu gucken, wie kann man bei Großprojekten einen möglichst hohen Hebel ansetzen, um sehr viel CO2 am Ende einsparen zu können. Also wir betrachten eben nicht den Privatkonsumenten oder Endverbraucher, sondern wirklich große Liegenschaften, die viel Wärme und Strom benötigen. Dann eben noch Systemanbieter und dann Netzbetreiber, von denen wir natürlich die Daten bekommen, Energieversorger, die uns teilweise auch noch Daten liefern, neben denen, die wir selber haben. Ja, wo geht das Ganze hin? Durch, ich nenne es jetzt mal Internetzeitalter, haben wir eigentlich einen exponentiellen Datenwachstum. Und wir reden in wenigen Jahren wirklich von Zettabyte, nur damit Sie es sich mal nochmal durch den Kopf gehen lassen können. Das sind 21 Nullen hinter der Zahl. Und das ist eine Größenordnung, wo man sich vorstellen kann, irgendwann ist auch jeder Server, egal wie groß, dann zu klein. Und am Ende geht es natürlich auch hier um Datenspeicherung. Und eben auch in der Betrachtung, es geht jetzt nicht darum, einen Datenfriedhof zu schaffen und möglichst viele Daten zu sammeln, die man dann gar nicht benötigt, weil ich sage jetzt mal, das ganze Energiedatenmanagement soll am Ende nicht mehr Strom verbrauchen, als es am Ende einspart. Und jeder Stromzähler, jeder Wärmemengenzähler braucht am Anfang auch erstmal Strom. Der macht nur Sinn, wenn ich die Daten, die ich daraus erfassen kann, mir dann angucken kann und sagen, hey, wo habe ich Nutzerverhalten, Einsparpotenzial, was kann ich tun, um die Betriebsabläufe, die Systeme zu verändern, um am Ende eben mindestens 50% Primärenergie einzusparen. Also hier nicht das Ziel, möglichst viele Daten zu erfassen, sondern am Ende die relevanten Daten, die ich tatsächlich brauche, um daraus dann eben Einsparpotenziale ablesen zu können. Gut. Wir haben verschiedene Anforderungen an ein Energiemanagementsystem. Also vielleicht der eine oder andere benutzt es in der Firma. Also ich meine, Energiemanagementsystem haben ja die meisten Unternehmen eingeführt, je nach Größenordnung. Die kleineren haben Energieaudit gemacht oder alternative System. Aber eins der Systeme begleitet sie in ihrem Berufsleben eigentlich schon oder ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Und was ist jetzt der neue Aspekt? Wirklich, dass wir echtzeitig das Ganze erfassen. Dadurch, dass wir nicht mehr Energieverbräuche aus der Vergangenheit angucken, kann man auch schneller reagieren, wenn zum Beispiel eine Leckage auftritt oder auf einmal ein Energieverbrauch von einer Maschine oder Anlage auf einmal exorbitant steigt. Weil sowas sieht man sonst, wenn man zum Beispiel nur die Jahresenergieabrechnungen prüft, immer nur in der Vergangenheit zu spät. Und dann kann man natürlich nicht mehr reagieren. Dann die Sektorenkopplung von den verschiedenen Sektoren, also Wärmebereich, Strombereich, aber auch Mobilität mit den entsprechenden Wetterprognosen ist angedacht. Dann die verschiedenen Gebäudekomplexe muss man mit einbinden. Und die Besonderheit hier ist eben, dass wir eine skalierbare Cloud-Computing-Lösung eigentlich ansetzen wollen.
oder die jetzt gerade auf, ja, gebaut haben schon. Und das heißt, am Ende ist es nach oben unbegrenzt vergrößerbar, aber auch nach unten skalierbar. Dann muss natürlich aber auch noch das Benutzerprofil und der Mensch mit eingebunden werden. Und das wird, glaube ich, oft auch bei den Energiemanagementsystemen Softwareanwendungen vergessen, weil es gibt, ach, ich weiß nicht, wir haben eine Marktanalyse gemacht, ein paar hundert Systeme am Markt. Aber wenn man ehrlich ist, ganz viele Firmen nutzen halt immer noch Excel und Word, um ihre Managementberichte zu erstellen, was sehr arbeitsintensiv ist und wirklich sehr viel Handarbeit erfordert bei der Datenauswertung. Was sind die Projektziele vom DENO? Einmal Steuerung und Prognose komplexer, echtzeitiger Energiebedarfs, Erzeugungssysteme durch Vernetzung verschiedener Liegenschaften und Gebäudetypen. Dann eben die Sektorenkopplung von Komponenten, Strom, Wärme, aber auch Kühlbedarf und auch Ermittlung möglicher Überschüsse, zum Beispiel aus Photovoltaik, die man dann in der Sektorenkopplung, wenn wir zu viel Wärme, also Strom aus der PV-Anlage haben, wir hängen ja hier an dem Nahwärmenetz und können sagen, okay, das Warmwasser, weil wir im Sommer ja sehr wenig Warmwasserbedarf nur haben und die Heizung an sich ja aus ist in den Sommermonaten, können wir den Strom für die Warmwasserbereitstellung nutzen. Dadurch kann man zum Beispiel das Nahwärmenetz abschalten und spart sehr viel Hackschnitzel ein, was ja ein Primärenergieträger ist. Wenn man sich jetzt mal so an dem Beispiel das überlegt, bei einem Nahwärmenetz kann das im Sommer bis zu 60% Netzverluste bedeuten, weil man eben vergleichsweise wenig Wärme in den Sommermonaten durch ein Wärmenetz schickt. Also tut man eigentlich auch dem Betreiber einen Gefallen. Das wäre jetzt in unserem Beispiel ja die Stadtwerke Landshut, weil die natürlich auch sehr viel in dem Bereich regenerative Energien machen und hier sich auch weiterentwickeln wollen. Und wir gucken hier eben gezielt am Campus, ob man vereinzelt Stränge wegschalten kann im Sommer und eben zum Beispiel über die PV-Anlagen den Strom für die Wärme zum Warmwasser erzeugen kann, wenn eben Überschuss am Strommarkt ist. Gut, dann werden die Wetterprognosen eben mit eingebunden, weil man dann relativ genau sehen kann, wie viel Leistung habe ich denn zum Beispiel aus Photovoltaik oder Windkraft am nächsten Tag. Und die Smart Meter, sprich Energiedatenzähler, die sind halt eben voll mit dem Internet vernetzt und wie das dann noch weiterläuft, kommt schon noch später. Gut, dann wollen wir aber auch Geschäftsmodelle entwickeln, weil das Problem ist oft eben kein technisches, sondern eher ein rechtliches und eher ein menschliches. Also die Psychologie des Menschen spielt auch eine Rolle. Unter welchen Aspekten geht es denn überhaupt? Und da wollen wir eben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Am Ende muss es natürlich auch eine anwenderfreundliche Kommunikationstechnologie sein, die auch den sicherheits- und natürlich datenschutzrelevanten Aspekten Rechnung trägt. Gerade Datenschutz spielt hier auch eine ganz richtige Rolle. Hier sehen Sie die Projektakteure. Wie gesagt, die Hochschule Landshut, die macht eben die wissenschaftliche Projektleitung. Und hier ist eben Kollege Hauke und ich sind in dem Projekt verortet. Wir haben noch 4 wissenschaftliche Mitarbeiter. Was wir genau machen, kommt weiter hinten noch. Nebenan die Seelhoff GmbH, die ist einer der Ingenieurgesellschaften, sind auch Generalplaner und haben ihr Gebäude in der Schönaustraße eben auch mit eingebunden in den Projekt DENO. Was wir hier für Daten rausbekommen haben, kommt ziemlich hinten am Schluss noch, wo Sie sehen, wie man intelligenter heizen und kühlen kann. Und die weitere Ingenieurgesellschaft ist die HPE. Die kümmert sich zum Beispiel um die Anbindung der Liegenschaften Bad Füssing, Pocking etc. Das sind unsere Außenstandorte, also TZ Puls und TZ Energie. Auch die betrachten wir mit und haben hier die Energiedatenzähler mit drin. Leipzinger Bader, die betreiben das Ziegelwerk in Vatersdorf, bei Buch am Berlbach, auch das haben wir mit eingebunden. Und hier sind die Gemeinden, das sind sogenannte assoziierende Partner, die uns ihre Liegenschaften zur Verfügung stellen, wo wir dann die entsprechenden Energiedatenzähler, aber eben auch dann die weitere Technik einbauen können, um dann wirklich die Liegenschaften vernetzen zu können. Gut, kurz zum Hintergrund. Also Kollege Sascha Hauke kümmert sich eher um den Informatikteil und die Messtechnik und mein Teil in dem Projekt ist eben die Projektleitung und das ganze Energiemanagementsystem insgesamt. Und ich glaube, da
gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. Ich glaube, die Hochschule ist bekannt. Wir haben etliche Forschungsprojekte, eigentlich laufen neue dazu, haben im mehrstelligen Millionen, nicht Billionen, das ist dann doch ein bisschen viel, im Millionenbereich eben Projekt Volumera eingeworben. Wie gesagt, das Projekt Dino ist in dem 6. Energieforschungsrahmenprogramm gefördert worden. Die Ingenieurgesellschaften kümmern sich vor allem um die Anwendung der Liegenschaften und ich sage jetzt mal den planungstechnischen Aspekt, was normaler Fachplaner macht, weil das wir ja in der Konzeptionsphase gar nicht dürfen, auch von der Seite her. Gut, Seelhoff GmbH, die kümmern sich eben auch im Weiteren um die Anwendung der Liegenschaft Schönaustraße vor allem und haben hier die ganze Messtechnik und Equipment aufgebaut und im Weiteren auch um die Anlagenplanung insgesamt. Hier sehen Sie alle Liegenschaften, die wir eigentlich miteinander vernetzen. Wenn ich jetzt mal von Landshut ausgehe, da ist natürlich einmal unser Campus, aber dann auch die Schönaustraße und dann Vilsbiburg ist der Firmensitz von der Seelhoff GmbH. In Mainburg sitzt das Ziegelwerk. Moosburg an der Isar ist noch ein Hochbehälter gewesen. Also hier ist auch nochmal ein Zweckverband. Dann, was ist noch spannend, vielleicht den Teil hier noch von den Liegenschaften. Das sind die großen Liegenschaften von Bad Füssing. Einmal zum Beispiel die Kläranlage, aber eben auch Nahwärmenetze, die in dem Bereich liegen, auch von Bad Griesbach und Pocking und Roßdorf. Die gucken wir uns alle an. Gut, jetzt wir haben, was haben wir an der Hochschule Landshut getan? Ich würde jetzt mal sagen, wir haben eigentlich von dem Projektantrag einen Marathon hingelegt. Ich weiß nicht, ich bin 2015 an die Hochschule gekommen, da habe ich schon als erstes im ersten Jahr an dem Antrag geschrieben und bis es dann endlich genehmigt war, war es glaube ich 2019. Also wir haben einen sehr langen Atem bewiesen und dank dem Kollegen Alt sind auf dessen Initiative eben die ganzen Energiedatenzähler damals über das Bauamt finanziert und eingebaut worden, sodass wir im Endeffekt jetzt gebäudeweise wirklich Energiedatenzähler, aber auch Wasserzähler bekommen haben und Wärmemengenzähler. Und was wir eben hier an der Hochschule freiwillig eingeführt haben, war im Jahr 2016, dass wir ein Energiemanagementsystem nach ISO-Norm 50.001 eingeführt haben, freiwillig. Und das läuft eben über jährliche Projektarbeiten, sodass quasi die Studierenden gleich lernen, wie sowas funktioniert und am lebenden Objekt es tun, sodass es dann später möglichst auch in der Praxis umsetzen. Und nochmal Energiedatenmanagement befindet sich nur in dem Bereich hier. Man macht quasi die ganze Ist-Analyse. Also wo steht man gerade, wie viel Energie verbraucht man im Vorjahr zu jetzt, welche Verbraucher sind die relevanten, wo kann man hier einsparen. Das macht man alles unter dem Aspekt Plan. Und da endet eigentlich das klassische Energiedatenmanagement oder Energiedatenmonitoring. Ein Energiemanagement-System, dessen im ISO-Norm-Standard entspricht, das geht dann weiter. Das geht von der Planungsphase dann in die Umsetzungsphase und dann aber auch darüber hinaus Check, Überprüfung der Maßnahmen und dann am Ende, wie zum Beispiel an die Geschäftsführung oder in unserem Fall an die Hochschulleitung, eben Vorschläge zur Verbesserung weiterzugeben. Und das Ganze zusammen ist dann ein Energiemanagement-System. Gut, ein paar Zahlen aus unserem Energiemanagementsystem. Also wir erfassen Strom, Wärme, Kraftstoffe etc. Und jetzt ein Beispiel noch von dem Bericht, weil in dem klassischen Energiemanagementsystem, wenn man mit historischen Daten arbeitet, dann ist der Bericht, der 2019 in der Projektarbeit erstellt worden, basiert auf den Energiedaten von 2018, also immer historisch gesehen. Und in 2018 war die Hochschule insgesamt schon mit knapp 90% aus erneuerbaren Energien versorgt. Wir haben deswegen so einen guten Wert gehabt, weil wir eben die Wärme über das Biomasseheizkraftwerk bekommen. Also hier zu 100% regenerativ unterwegs. Und im Strombereich hatten wir damals noch einen Anbieter, der nicht nur Ökostrom geliefert hat, aber jetzt seit letztem Jahr, ich gehe jetzt auch davon aus, dass das immer die Ergebnisse aus unserem Energiemanagementsystem war, wo wir die Empfehlungen weitergegeben haben, haben wir den Stromanbieter nochmal gewechselt und wir haben jetzt einen reinen Ökostromanbieter,
Das heißt, in dem neuen Energiemanagementbericht, der dieses Jahr jetzt gerade noch erstellt wird, im Juli ist er fertig, steht dann 100% regenerativ erzeugte Wärme und Strom. Die Mobilität ist hier aber noch nicht mit enthalten. Da haben wir, ich sage jetzt mal, aber auch jeder Verbraucher und Nutzer noch etwas Optimierungsbedarf, um das vorsichtig auszudrücken. Gut, jetzt zum Thema smarte Hochschule. Wir gucken die Gebäudestrukturen eben an und welche Typen wir eben haben. Und wir haben hier verschiedene Raumkategorien. Klassisch halt einen Büroraum, Hörsaal, WC, sonstiger Raum, PC-Raum, Labor, Seminarraum und sonstige Verbraucher. Na, das sind Pumpen, Lüftungsanlagen etc. Und wenn wir jetzt da einfach mal gucken, wie sich das dann aufteilt von den verschiedenen Kategorien, sieht man, dass wir eigentlich noch einen ganz großen Anteil haben mit sonstigen Verbrauchern, die wir jetzt noch gar nicht genau identifizieren können. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, dass wir noch weitere Zähler bei großen Verbrauchern, wie zum Beispiel den Klimaanlagen, Kühlanlagen, installieren. Von der Raumheizung haben wir jetzt im Moment den Wärmemengenzähler vom Energieversorger. Sie sehen, das ist ein ganz schön großer Block noch. Was guckt man, wo brauchen wir am meisten? Unsere Labore sind auch nicht zu vernachlässigen. Daher vielleicht auch hier mal Wunde in die eigene, also Finger in die eigene Wunde legen. Wir sollten uns auch immer Gedanken machen, was machen wir mit unserer Forschung? Ist die wirklich energieeffizient und ressourceneffizient? Bringen sie uns am Ende weiter? Und unter dem Aspekt, glaube ich, können wir auch noch etwas uns weiter verbessern, beziehungsweise auch das nochmal intelligenter miteinander vernetzen. Also ein Beispiel ist, dass zum Beispiel in den Laboren nicht unnötig die Lüftungsanlagen laufen, weil man hat hier einen hohen Mindestluftwechselzahl und dass man das dann eben so weit genau regelt und steuert, dass man sagt, wirklich nur wenn jemand im Labor ist, habe ich die Geräte an und wenn keiner im Labor ist, nur das notwendige Maß, das notwendig ist. Hier sieht man den Lageplan unserer ganzen Messzähler, die jetzt ja alle installiert wurden. Einmal Heizungszähler für den Wärmebedarf, Wasserzähler eben auch um Trinkwasser zu ermitteln und dann natürlich noch die Stromzähler. Was ist der Ansatz, der dahinter steckt, der methodische Ansatz? Das ist jetzt hier von unserem Projektpartner Seelhoff, das Verwaltungsgebäude Gebäude in der Schönaustraße. Das ist ja auch wiederum eine Bürofläche in den oberen Stockwerken und unten sind die Hörsäle im Erdgeschoss drin. Und die Energieversorgung läuft hier mit einem Gaskessel, separaten Heizkreisverteiler und Heizkörper sind installiert, sowohl Klimasysteme über Klimasplitgeräte und eine Lüftungsanlage für die Hörsäle. Und die ganzen Daten, die wir aus den Zählern ermitteln, die gehen in den Gateway rein, dann werden es über Raspberries, das ist sowas wie ein Minicomputer, wenn Sie sich vereinfacht vorstellen wollen. Also die sammeln alle Daten und geben das dann weiter an die Cloud-Lösung, an die Datenbank. Die haben wir über Amazon, haben wir über das deutsche Forschungsnetzwerk quasi einen Server angemietet. Und dadurch sind wir natürlich nicht begrenzt von der Speichermenge, der Datenspeichermenge und müssen aber quasi auch nur das bezahlen, was wir tatsächlich nutzen. Insgesamt wollen wir dann natürlich die Daten dann auch nutzen und nicht nur von A nach B transportieren oder übers Netz schicken, sondern am Ende alle Bereiche eben optimieren. Also wie machen wir optimal den Ausbau der Photovoltaik? Wie können wir auch die Nahwärme optimal nutzen, um die Netzverluste zu reduzieren? Unsere Kühl- und Heizsysteme optimieren, um da den minimalen Stromverbrauch hinzukriegen? Um nur einiges zu nennen. Und natürlich auch Speicher einbinden, wie E-Ladesäulen, auch um die Mobilität mit darzustellen. Vielleicht, was wir jetzt aus dem Energiemanagementsystem, das ja in 2016 schon begonnen hat, mit den Daten arbeiten wir natürlich auch in Deno weiter, was jetzt auch positiv zu erwähnen ist. Wir haben jetzt, letzte Woche habe ich den Bescheid zugeschickt bekommen, dass wir eine 150 kW Photovoltaikanlage bezuschusst bekommen, die wir auf das B- und das H-Gebäude installieren. Und den Strom, den die PV-Anlage erzeugt, den nutzen wir eben komplett selbst.
und erhöhen da unseren Eigenstromnutzungsanteil noch. Was wir über das Managementsystem auch noch rausgefunden haben, ist zum Beispiel, dass Stromlastmanagement sinnvoll ist, sodass wir quasi unsere Stromspitzen reduzieren. Und je nach Anwendungsfall können wir da zwischen 8.000 und 16.000 Euro eigentlich unsere Stromkosten jährlich einsparen, nur weil wir die Verschiebung der Lastspitzen hinkriegen. Und das Ganze bietet dann natürlich das Energiemanagementsystem, wenn es am Ende fertig ist, dass es das noch mit abdeckt. Jetzt das Beispiel hier, das ist jetzt von der Schönaustraße, von dem Gebäude, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier sehen Sie eigentlich die Lüftungsanlage, die da näher unter die Lupe genommen wurde. Eins ist der Sollwert, zwei ist der Istwert. Und blau ist, wenn gekühlt wird und rot ist quasi, wenn geheizt wird. Und wir wollen eigentlich eine Solltemperatur von 20 Grad haben. Und Sie sehen schon, leider regeln und steuern wir das nicht exakt genug, sondern wir heizen zu viel, dann kommen wir über die 20 Grad, dann müssen wir wieder kühlen, um runterzukommen. Und so geht es andauernd. Und wenn man das eigentlich alles so in Summe addiert, dann ist hier auch ein Einsparpotenzial von über 20%, wenn man so eine Lüftungsanlage einfach korrekt regelt und steuert. Und das haben wir eigentlich rausbekommen in der Tiefe über die ganzen Energiedatenzähler, die wir installiert haben. Also wir wollen bedarfsgeführte Regelungen und auch das Problem, dass ein Lüftungsbetrieb am Wochenende stattfindet oder dann bei uns jetzt auch in den Semesterferien, wenn so ein Notbetrieb hier dann eigentlich stattfindet, dass wir das dann alles eben optimieren. Und wenn natürlich man händisch die ganzen Geräte abstellen muss, ist es natürlich ein enormer Aufwand. Und mit den Werten können natürlich dann auch unsere Haustechniker, die ja auch einen sehr guten Job machen und auch schon sehr viele Maßnahmen aus dem überschaubaren Budget, das wir als Hochschule leider nur haben, schon einige Einsparmaßnahmen durchgeführt haben. Gut, das ist unser Technologiezentrum in Rußdorf an der Rott. Wir haben hier auch eine komplette Zählerinfrastruktur eben schon installiert. Wir haben eine PV-Anlage, aber auch Speicher, quasi aus unserer gläsernen Batteriefabrik, sowohl Lithium-Ionen-Akkus als auch mit verschiedenen anderen Akkus, wie Redox Flow etc. Wird gearbeitet, ein Blockheizkraftwerk, das ja Kraft-Wärme-Kopplung eben macht, also Wärme und Strom erzeugt, sowie eine bidirektionale Ladesäule. Und hier haben wir eben auch das sogenannte PV-Forecasting mit eruiert, um eben zu gucken, mit den Wetterdaten, mit den Prognosen, wie kann ich vorhersagen, wie viel Leistung habe ich PV, Strom, brauche ich den im Netz, habe ich einen Überschuss, kann ich den für Sektorenkopplung zum Beispiel nutzen. Gut, wie haut es dann hin mit der vernetzten Energieversorgung? Also wir nutzen die PV-Prognose auch mit maschinellem Lernen. Also die PV-Anlage plus die Wetterdaten, wo wir dann sagen, okay, jetzt habe ich ganz viel Strom, den kann ich im Netz aber jetzt gar nicht gebrauchen und schicke den dann lieber in den anderen Sektor. Also wie zum Beispiel Warmwassererzeugung im Sommerbetrieb oder natürlich auch in die Ladesäule, also Richtung Power-to-X. Oder dann noch weitere Anwendungsfelder wie Power-to-Gas und Power, also wenn ich Wasserstoff und dann Power-to-Gas in die weitere Schritte reingehe. Aber hier gucken wir uns jetzt vor allem die Sektorenkopplung an, die jetzt ohne eine weitere große Infrastruktur möglich ist. Am Ende ist dann unser Ergebnis Power-to-X. Gut, das ist das TZ Puls in Dingolfing. Auch hier binden wir die ganzen Daten mit ein. Wir haben hier die ganze Messtechnik auch schon installiert. Und auch die Ressourcenverbräuche laufen über den FTP-Server und geht dann auch in die Cloud-Lösung. Hier ist es nochmal insgesamt dargestellt. Unser komplettes Energiedatenmanagement, das quasi erfasst die ganzen elektronischen Daten und leitet es dann letztlich weiter an die Cloud-Lösung. Und wir werden die ganzen Daten dann aus, um entsprechend Einsparpotenziale zu erzeugen. Weil am Ende wollen wir über 50% Primärenergie einsparen.
Und mit rein fließen auch unsere Klimadaten. Wir haben sowohl am TCD in Ruhsdorf als auch hier in Landshut eine Wetterstation, sodass wir auch sehr genau dann die Prognosen dann über die PV-Anlagen abdecken können. Und am Ende ist das Ganze natürlich dann auch gedacht, dass es zum Beispiel fürs Facility Management nutzbar ist und wir immer weiter eben optimieren, um unsere Verbräuche weiter runterzukriegen. Und vernetzen dann eben alle Liegenschaften, die ich Ihnen genannt habe. Gut, dann noch herzlichen Dank ans Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Projekt DENO wird eben über NF Stadt, digitale Energienutzung zur Erhöhung der Energieeffizienz durch interaktive Vernetzung im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung gefördert. Auch herzlichen Dank an die Kollegen, sowohl Kollegen Alt als auch an Kollegen Hauke für die weitere Unterstützung und Einbindung. Und jetzt stehe ich Ihnen dann im Nachgang gern für Fragen zur Verfügung. Vielleicht ergänzend, das hatte ich gerade leider vergessen, der Dank gilt natürlich auch an die ganzen Studenten aus der Fakultät Maschinenbau, die jedes Jahr in höchster Fleißarbeit die Managementberichte erstellen. Wir machen ja Energiemanagementsystem nach ISO Norm 50001, den Umweltmanagementbericht nach EMAS, also und 14001, und darüber hinaus haben wir noch ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem nach ISO Norm entwickelt.